Das Zürich Oberland ist eine grüne Oase, ist mit guten Menschen bestückt und hat enormes Entwicklungspotenzial. Ich kenne wunderbare Menschen und das Oberland ist mir ans Herz gewachsen. Die CVP zeichnet sich seit Jahren aus, um konstruktive Lösungen können umzusetzen. Und das erreichen wir durch Konkordanzthemen. Das heisst, wir versuchen Nachhaltigkeit umzusetzen, indem dass die anderen Parteien, die wichtigen Meinungsmacher auch im Boot sind, dass die Lösungen verheben. Und da geht es meistens um Kompromisse, eine gute Lösung, die die Schweizer auch stark macht. Also aus Sicht von unserem Kanton ist eines der obersten Themen, dass wir die Autobahnschliessung machen zwischen Uster und Hiwil. Das ist in der Pipeline, aber es geht uns Oberländer und Zürcher oft zu wenig schnell. Für das möchte ich mich einsetzen. Ich möchte mich aber auch einsetzen für alle Sorgen, die wir überkantonal haben, die auf uns auswirken. Das ist die ganze Sozial- und vor allem Gesundheitspolitik. Denkt an Gesundheitskosten, Krankenkassen, die Altersvorsorge, die nicht in trockenen Tüchern gelegt worden ist, die wir anpacken müssen. Die drei wichtigsten Massnahmen sind natürlich mal die Initiativen umzusetzen, sodass das Volk sich bewusst ist, dass man über das Portemonnaie hin rechts eigentlich die Kostenbremse, die Krankenkassen im Griff bekommen. Dann müssen wir die Beeinflusser, Zulieferanten, Ärzte, Spitäler auch gewinnen, dass sie da eigentlich mitmachen und nicht über Medizinierung, über Therapierung auch unterstützen. Und das Dritte ist natürlich schon so, dass wir uns selber an die Nase nehmen müssen. Bevölkerung sensibilisieren, dass wir auch etwas dazu beitragen können, dass die Krankenkassenkosten nicht steigen. Der 20. Oktober ist Wahlsonntag. Ich empfehle, dass jeder soll sich informieren, soll seine Interessen in der Schweiz sich bewusst sein und sich dementsprechend an die Urne begeben und wählen. Das ist das Wichtigste. Und natürlich wäre mein Wunsch, dass sie für die CVP einstehen.